Habt ihr es verstanden soweit? Diese Harfe. Diese Harfe, die ich euch übergeben werde. Sollen wir ein bestimmtes Lied spielen? Das wird nicht nötig sein. Benutzt es einfach so, als wäre es eine ganz normale Harfe. Baut es in euer Spiel ein. Alles weiter, muss euch nicht weiter kümmern. Habt ihr noch Fragen? Ja, nein. Gut. Heute Mittag, ja? Heute Mittag am Tor zur Schwarzen Feste, zum Schwarzpalast. Ja, okay. Gut. Ich trete ab. Ja, du siehst, wie wohl gerade eine Gruppe aus ehrhalten Gardisten an der Arena vorbeigeht, zum kleinen Laufschritt. Einer winkt dir zu. Du, mitkommen! Glieder dich ein! Wir brauchen deine Hilfe! Guck mir so um. Ja. Komm mit! Wird mich Laufschritt. Da reinhalten. Hinten ran, sozusagen. Mhm. Einige Gumai Kalim, die herumlaufen und Leute fressen. Beeil dich. Ah, gut. Ja, wie gesagt, ich werde mich hinten an dieser Truppe ranhängen, sozusagen. Mhm, ja, laufen so ein bisschen weiter nach Süden, biegen dann kurz vorm Palast ab nach rechts und ja, an der Heptagon Akademie vorbei, wo du dann erkennen kannst. Laufst du weiter mit, ja, ne? Ja, also wenn ich mich nicht absetzen kann in irgendeiner dunklen Ecke, dann muss ich wohl mitgehen. Ja, könntest du natürlich eine Sich-Verstecken-Probe gegen die Sinnschärfe der Ehalken-Gardisten machen. Na, das wird wohl nichts werden, dann gehe ich besser mit. Nee, besser nicht. Gut, dann kannst du erkennen, wenn ihr dann irgendwann anhaltet, wie dort ein Haus umherwandelt. Wirkliche Beine kannst du nicht erkennen, eher Tentakel, die dort dick herausragen und dafür sorgen, dass dieses Haus sich bewegen kann. Leicht einen Meter über dem Boden, wie es da umherschreitet. Andere Tentakel, die daraus hervorwuchern, in der Luft umherpeitschen, Gebäudeteile von anderen stehenden Sachen abreißen, irgendwelche Statuen zerschlagen, du kannst auch zwei Gargülen erkennen, die dort umherkreisen und auch schon versuchen, sowas wie den Kopf abzureißen, zumindest sind sie gerade am Dach beschäftigt und versuchen gerade das Dach dann naja, einzudrücken oder da irgendwie versuchen, diesen Gurmaikulim zu vernichten. Und ich würde mich erstmal im Hintergrund halten, also gucken, was die anderen machen. Ja, die fangen jetzt agieren. Die fangen jetzt erstmal an mit ihren Ochsenherden und den Schwertern, den Schilden, was auch immer sie dann dabei haben, jetzt sich auf diese Tentakel zu stürzen. Nee. Ich würde mich weiterhin zurückhalten. Bin etwas erschüttert. Also ich stehe gerade vor so ein Haus, ist etwa so 10 Meter hoch, wenn nicht größer. Ja, und alles irgendwie fünfstöckig. Wenn sie da mit ihren winzigen Schwertern auf so ein Haus einhacken, scheint mich so erfolgsversprechend. Natürlich nicht. Du erkennst auch, wie wohl einer von diesen Tentakeln und ein paar andere Halkengardisten, die sich dann dem Kampf anschließen, einer wird von den Tentakeln einfach nach oben gehoben und in das Maul, irgendwie, was sich da gebildet hat, einfach der Stein, der sich nach innen geklappt hat und dann schwarze Zähne bildet aus irgendwelchen spitzen Unmetallen, irgendwelche Drähte, die da rausragen, einfach reingestopft wird von den Tentakelarmen, Beinen und dann in einem Fleischwolf zerhäckselt wird, sodass du da auch noch Blut und sowas, Schaum hören, sehen kannst, riechen kannst. Zwei Ehalkengardisten versuchen da einen den Tentakel abzuschneiden, wo dann daraufhin das Haus ein bisschen einsackt, auf die Ecke bricht, wo eben gerade der Tentakel noch stand. Und die beiden werden einfach zerquetscht, während der Kampf weitergeht. Ich denke mal, jetzt sind die wahrscheinlich weit genug abgelenkt, damit ich mich unauffällig in irgendeiner Straße oder dunkle Gasse verdrücken kann. Sich verstecken erleichtert um 5. Verstecken ist körperlich. Sekunde. Ich werfe schon mal die Sinnschärfe dagegen. Und dann machen wir weiter mit Jerodin. Jerodin. Du hast einen ersten Kampf, und zwar den Lanzengang. Erzähl doch mal bitte, was beim Lanzengang passiert und gegen wen du streitest, wie das Ganze ausgeht. Im Lanzengang tritt Jalan-Hirudin im allerersten Durchgang bereits auf seine ehemalige Knappin Myria, die er erfolglos versucht zu überreden, doch lieber heimzureiten und sich dieser Sache nicht zu stellen. Das lässt sie nicht durchgehen.
Und so beginnt der Lanzengang, nachdem sie einmal relativ unglücklich, das Pferd ist wohl über ein Stück Unerz gestolpert, vom Pferd fällt, lässt er sie aufstehen und die ganze Sache geht nochmal los. Wo sie dann mit der scharfen Lanze reichlich unglücklich durch den Schild hinweg vom Pferd gestochen wird. Er liefert sich dann noch einen kleinen Fechtkampf mit dem herbeigeeilten, war auch ein Mersingen, richtig? Das war mit der Rete von Nierenfeld. Mit dem herbeigehaltenen Rete von Nierenfeld, genau. Der ohne größeres Ergebnis verbleibt und die Rodin zieht dann vom Feld, während Myria davongetragen wird. Es gibt anschließend noch einige weitere Lanzengänge gegen unwichtige Leute, die größtenteils erfolgreich verlaufen. Und nach einiger Zeit ist man dann hier auch fertig, da die hohen Herrschaften es ablehnen, gegeneinander zu streiten, da man keinen Bock hat, wegen sowas zu sterben. Genau, scharfe Waffen, das heißt keine Turnierlanzen, sondern richtige, wo es dann eben auch sehr blutig zugehen könnte, wenn man dann nicht unbedingt auf den Schild zielt, sondern auf den Körper. Ja, nach einigen Stunden, ungefähr zwei, vielleicht eine dritte, kannst du es nicht genau einschätzen, weil die Stunden hier so zähend langsam vergehen, geht es weiter zum Buhurt. Auf dem Buhurt wird jetzt in dieser letzten Runde mit zwei Mannschaften angetreten. Die eine setzt sich größtenteils aus der Familie Dunkelstein zusammen, begleitet von einigen verkinischen Getreuen oder Bekannten vielleicht des Jelnan. Ich habe es vermieden, allzu sehr mit denen zu reden. Und Rondralan von Streitzig, der ja ebenfalls in dieses Adelsgeflecht hineingehört. Irodin wird dort mehr oder minder freiwillig einsortiert. Es geht gegen Familie Mersingen, inklusive der mittlerweile wieder aufgepäppelten Myria, die den Platz des grünen Ritters einnimmt, der aufgrund seiner Verwundung leider nicht mehr kämpfen kann und auch schon beim Lanzengang ausfiel. Er beginnt damit, dass Varena von Mersingen, die ebenfalls in diesem Aufgebot steht, die junge Myria von ihrem Pferd haut von hinten, obwohl sie im selben Team sind. Was Hirodi natürlich nicht auf sich sitzen lässt und die Gute erst einmal von ihrem Pferd haut. Er wird anschließend auch verraten, und zwar von Jelnan sowie Morgan von Dunkelstein, die ihm das, den Sieg im Schwert- und Schildkampf übel nehmen und versuchen ihn hier in einer schlechten Situation 2 gegen 1 zu fangen. Morkant fällt dabei durch einen Schlag unglücklich vom Pferd und wird anschließend wie eine billige Blechdose zertrampelt, während Jelnan ebenfalls irgendwann nicht in die Besinnungslosigkeit, aber zumindest in eine schwache Position geschlagen aufgibt, bevor ihm selbiges Schicksal widerfährt. Der noch stehende Reto von Nierenfeld wird dann von Jerudin zur Aufgabe überredet und so endet der Buhurt. Gut, und ich denke, so könntet ihr alle gemeinsam nach ein paar Stunden zurück in der Arena eintreffen. Wenn ihr das denn wolltet, das sei denn, ihr habt noch was anderes vor. Haben wir denn Lars noch irgendwas vor? Nein, nicht direkt. Dorisch? Ich möchte sehr schnell zum Turnier, um eventuell Jalan zu verarzten. Nö, ich habe auch nichts mehr vor. Ich müsste wieder noch die Harfe im Palast organisieren. Mhm. Die Musiker von Saltatio Mortis in den Palast einlassen mit der Vollmacht. Das und gelingt. Ihnen das, in das Instrument übergeben. Und sie dann wahrscheinlich, der Bartenwettstreit, war der auf dem Turnierplatz oder war der in der Burg? Der war auch in der Arena so zwischendurch als Belustigung für das normale Volk, wenn es dann auf der Tribüne sitzt. Wenn man andere Sachen aufbaut, abbaut, dann wird da der Badenwettstreit ausgetragen. Gut, dann würde ich ihnen trotzdem die Harfe einfach so in die Hand drücken und hoffen, dass sie sich damit verpissen. Ja gut, die sind glaube ich clever genug, dass sie wissen, dass man nicht mit einem magischen Artefakt von Asmodeus von Andergast flieht. Wär klug, aber man weiß ja nie. So klug sind sie. Gut, dann ist mein Auftrag erstmal erfüllt in dem Sinne. Und würde dann auch zurück zur Arena gehen und Jerodin beim Siegen zuschauen. Dann kann Ömer auch mit den Handschuhen eintreffen. Noch nicht ganz. Ömer hat sich einen kleinen, einfachen Leinensack besorgt, so einen Seesack, hat das Codex Dämonis da reingeschmissen, den Seesack zugemacht, auf den Rücken getragen und hat sich Richtung des Isli-Sees, dem säurehaltigen See, aufgemacht.
ja hier immer wieder, wie es scheint, am Isli-See am Ufer an manchen Stellen so Stege, die wahrscheinlich aus Stahl gemacht sind oder aus Unmetall. Und diese wird er, einen der längsten davon wird er bis zum Ende hindurch gehen, um dann den gesamten Seesack inklusive des Buchs Codex Dämonis mit einem weiten Wurf im Isli-See zu versenken. Möge die Säure dem Buch anheimfallen. Oder andersrum. Oder andersrum. Gut, dann das Buch, was du aus den Bibliotheken, aus dem Kenner der Helsindekirche in Gareth hast, auf den Grund des Sees schmeißen. Ja, und dann wird man mit den Handschuhen natürlich Richtung Arena und die letzten paar Gefechtsmomente des Gestampfes von Jerodin beobachten und bejubeln. Wie als wenn man nie weg wäre. Gut. Auf der Tribüne selbstverständlich, der Hofstaat, Thyakradane ist da. Asmodeus wird da auch irgendwo rumlaufen, mal ist er weg, mal ist er wieder da. Arngrim von Ehrenstein, Rondradan wird sich dann irgendwann mit Blessuren und Verletzungen wieder zurück auf die Tribüne begeben, wenn er dann fertig ist mit der Behurt. Luthisanna von Pericum taucht dann auch irgendwann oben auf, auch verletzt, der hat da wohl mehrere Überbleibsel vom Kampf gegen Lucardus von Kemet, den sie am Vortag ausgetragen hat. Sodass die Tribüne zumindest ziemlich voll ist. Gaius Cordovan Eslam Galotta ist auch anwesend mit seiner Dämonenkrone und dem Splitter darauf. Ja, bis ihr dann unten ankommt, Yalan steigt gerade nach der erfolgreichen Behurt, nach dem Gestampf ab. So ein bisschen am Rande der Arena, ein paar Kratzspuren auf seiner Rüstung, die dann als Ehrenzeichen getragen werden können. Und löst sich gerade auf, ein paar Heiler, die besorgt werden, noch ein paar Leute. Ob das ein Beerdigungsinstitut ist, zumindest der Leichnam von Morkan wird eingesammelt. Ihr könnt dann auch sehen, wie der Blechkopf, der Helm, den Morkan getragen hat, komplett zerdrückt ist durch die schweren Hufe von dem Pferd von Yalan. Nur noch einige breiige, rotbräunliche Masse, die daraus hervorquillt. Und ein schwer verletzter Jelnan, der dann ebenso behandelt wird. Während ihr dann auf die sich etwas veränderte Arena schauen könnt. Die Oberfläche hat sich verändert. Sie ist ein kränklicher, organischer Ort mit fleischartigem Untergrund. Einige Hügel haben sich jetzt hier aufgeworfen, die ein bisschen aussehen wie Geschwülste und können auch ein paar dicke Venen erkennen, in denen schwarzes Sekret herumläuft. Auf dem Boden, wie gesagt, einige Pilze sprießen auch aus der Arena nach oben und sorgen mittlerweile für so ein bisschen Sporenschnee in der Luft. Formt sich weiter um vor euren Augen. Einige Unmetallstangen werden dann einfach weggedrückt von diesen Hügeln, von diesen Geschwülsten, die jetzt hier nicht mehr gebraucht werden. Und der Sand formt sich zu einem einzigen großen Schlachtfeld, beziehungsweise einem Turnierplatz, der ein bisschen größer ist, für das allerletzte, den allerletzten Kampf, um einen Sieger in der Hauptdisziplin Schwert und Schild zu formen. Der Rest von dem bisher gebrauchten Platz wird wieder in den Untergrund von Yol'Gurmak verschoben. Meine Kameraden sind mittlerweile da, nehme ich an. Ja, alle samt. Großartiger Kampf, Herr von Dunkelstein, großartiger Kampf. Wieder ein Dunkelstein. Was ein Anblick. Seid ihr wohlauf? Ja, mir geht es gut. Ein kleiner Kratzer, aber Kleinigkeiten. Jetzt werde ich mir diesen Lokatus erst mal vornehmen müssen. Habt ihr ihn kämpfen sehen? Sehr seltsame Geschichte, das. Ich habe ihn noch nicht kämpfen sehen, nein. Er hat wohl in Glutisana von Pericum gekämpft gestern und sie mit einem Schlag aus dem Kampf geworfen. Und das war kein sonderlich guter, wie ich es beobachtet habe. Also irgendwas geht da vor sich. Habt ihr mal mit der Frau gesprochen? Nein, sie war danach nicht mehr aufzufinden. Im Mersing-Team dachte ich eigentlich, sie würde neben Varena reiten, aber sie war nicht da. Wenn ihr irgendwen kennt, der sie kennt, vielleicht kann man da einfach Informationen rausbekommen, bevor ihr da ein ähnliches Schicksal erleidet, durch welche finsteren Mächte da auch immer wirken können. Von den einzigen, den ich kenne, der sie kennt, wäre Varena und ich bin mir nicht sicher, ob die überlebt hat. Hatte sie nicht auch hier mitgekämpft? Hatte.
damit der Sache ein schnelles Ende bereit ist. Sie war es doch auch, die den ersten Kampf mit euch ausgeführt hatte und ein Gol gegen euch gehegt hat, oder? Richtig. Richtig. Aber keine Sorge, den habe ich ihm vergolten. Und dann? Wollt ihr wirklich kämpfen? Natürlich werde ich kämpfen. Na gut, aber seht zu, dass ihr nicht verletzt werdet. Aber das setzt sich jetzt auch mal voraus. Hütet euch wahrscheinlich vor seinen Waffen. Seht euch den dürren Mann an, der ist nur Haut und Knochen. Wenn ich euch diesen Ring fegen, als wäre es nichts. Er hat eine erfahrene Söldnerführerin mit einem Schlag ausgeschaltet. Den letzten, der mit fauler Zauberei meinte, er könnte mich besiegen, habe ich so hart aus diesem Turnier geworfen, dass er heute nicht mehr teilnehmen konnte. Na gut, denkt dran. Euer Auftrag ist nicht, dieses Turnier zu gewinnen, sondern ihr wisst schon. Aber wie viele Kämpfe liegen noch vor euch? Nur noch diese eine? Nein, danach wird es noch einen Zweihandwaffenkampf geben, aber das wird eine Formalität sein. Ich weiß nicht mal, gegen wen ich kämpfe. Ich dachte Morkan, aber der ist raus, also... Vielleicht gewinne ich dann. Seid vorsichtig. Nach Protokoll, wenn er nicht kämpfen kann. Ja, ihr wartet noch ein bisschen auf den Kontrahenten, der natürlich groß angekündigt ist, aber von ihm bisher noch keine Spur. Und dann könnt ihr erkennen, wie auf euch zukommt Lutisana von Pericum, diejenige, die ihr aufsuchen wolltet. Reichserzmarschallin. Eine stämmige, geradlinige Kämpferin um die 50 Jahre mit einer reich geschmückten Plattenrüstung. Kurzgeschorenes, honigblondes Haar und einer geraden Nase und kräftigen Kimmen kommt sie dann auf euch zu. Man könnte sie fast als hübsch ansehen. Gut, sie ist jetzt wie gesagt um die 50 und sie trägt ihre Augen... Sie hat keine Augenklappe über ihre Höhle gelegt, sodass ihr dann die in den leeren roten Abgrund blicken könnt, der sich da dann aufgetan hat. Kommt dann auf euch zu. An ihrer Seite ein perfekt geschmiedetes Bastardschwert. Humpelt ein bisschen, hat wohl auch wirklich einiges an Verletzungen davon getragen. Bedeutet damit dann im Handzeichen nochmal Mauricio herbei, wenn er noch nicht da war? Also nicht noch da war? Ich bin da. Ich stehe direkt neben dir. Ich neige kurz das Haupt. Ah! Ihr seid wohl auf. Das ist überraschend. Ja, ich wollte euch warnen. Ihr habt bisher sehr ehrenhaft gekämpft. Selbiges kann man wohl von euch behaupten. Ich habe einige Verletzungen davon getragen. Nicht nur... eine von eurem nächsten Gegner, von Lucardus von Kemet, sondern auch als wir auf den Streitwagen gegeneinander fochten. Ich hoffe, ihr werdet bald wieder gehen können. Selbstverständlich, das ist nichts, was mich aus der Bahn wirft. Ich habe schon einige andere Wunden davon gelitten. Wenn man sagt, welche Zauberei hat er aus dem Hut gezogen, um euch so unwürdig aus diesem Kampf zu werfen? Was auch immer es war, es stammt von der Lulith Mangrace, dem Alchemisten, den er dabei hat. Und wenn man Mangrave auf dem Spiel nimmt, klappt Lucardus zusammen. Das weiß ich nicht. Aber seine Gestalt hat sich verändert, solange keine Sonne scheint. Und ihr könnt es am Himmel sehen, es scheint keine Sonne. Ist er quasi nicht zu verletzen. Er ist durch irgendeinen Fluch von Tabunitot bestraft und hat sich in eine widernatürliche dämonische Wesenheit verwandelt. Was auch immer ihm da geschah. Nicht zu verletzen, sagt er. Weder Lurith Mangrace noch Lucardus. Ich habe viele Streiche gegen ihn geführt, aber kein einziger wollte treffen. Oder wenn er es tat, dann wuchsen seine Arme wieder nach. Oder was auch immer ich ihn getroffen habe. Es wuchs wieder zu oder nach. Oder er ist quasi unbesiegbar. Ich weiß nicht, was sie in Wahrung mit ihm gemacht haben. Wie viel Teriak ihm sie zu trinken gaben. Aber er ist ein erfahrener Streiter. Sollte er natürlich auch sein, wenn er Ordenshochmeister der Golgariten war. Wenn er nicht zu verletzen ist, wie besiegt man ihn dann? Das weiß ich nicht. Kann man ihn aus dem Ring zwängen? Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe vieles probiert, aber ich wollte euch nur diese Warnung mitgeben. Er hat einige andere, die vor mir kamen, auch getötet. Wie dämonisch ist er?
Meines Wissens ist er in einem höheren Kreis. In einem höheren Kreis der Tagunitot. Hat ihm seine Herrin also wirklich das ewige Leben geschenkt, hm? Ich weiß nicht genau, was damals vorfiel und warum er sich von den Golgariten abgewendet hat. Man munkelt, dass es wohl etwas mit seiner Frau zu tun hat, aber... Nun ja, jetzt steht er hier. Von tiefem Hass zerfressen, streitet er für das Unleben. Für die Herren der heulenden Albträume. Nun denn, hab Dank für die Warnung. Ich werde sie wohl beherzigen. Schließlich bin ich nicht bis hierhin gekommen, um mich dann von jemandem wie ihm umbringen zu lassen. Ich wollte euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr, um euer Leben zu bewahren, vielleicht den klügeren Weg geht, als den letzten Weg. Sie gibt dir die Hand zum Kriegergruß. Ich nehme die. Danke auch nochmal. Viel Erfolg. Danke. Vielleicht könnt ihr ihn an den Rand locken, woher? Und, naja, ihr habt ja eine einzigartige Kampftechnik, um Leute zurückzutreiben. Ihr müsstet es schaffen, um ihn herumzukommen und ihn dann aus dem Ring zu fegen mit eurem meisterlichen Streichen, die Leute zurücktreibt. Ich hatte gedacht, ich setze mich auf mein Pferd, spieße ihn auf meine Lanze und trage ihn damit raus. Es gibt vielleicht... Ich hätte vielleicht eine Idee, wie ihr es viel einfacher schaffen könntet, wenn es funktioniert. Wie da wäre? Nun, ich beherrsche einen gewissen Zauber, der Dämonen fernhält und sie auch zurückdrückt. Wenn er wirklich so dämonisch ist, könnte es gegen ihn funktionieren. Da würde ich mich wohl nicht drauf verlassen. Haben wir andere Pläne? Irgendwas, um ihn aus dem Ring zu werfen? Ja, ihr könntet, wie gesagt, an einem Rand kämpfen, ihn versuchen zu provozieren mit einer Beleidigung. Beleidigt seine Frau. Wir wissen den Namen nicht und wir wissen nicht, was vorgefallen ist, aber beleidigt sie einfach mal ein wenig. Vielleicht sind die Reaktionen so, dass er sich zu hohen Wuchtschlägen dadurch verleiten lässt, weil er euch mit besonders viel Kraft besiegen will. Und dass eure Chance ist, ihn wirklich aus dem Ring zu drängen. Nicht sehr ehrenhaft, aber durchaus ein Plan. Und von der Ehre sind wir in diesem Kampf wohl weit entfernt. Ich wollte sagen, er kämpft doch mit wahrscheinlich Gift und Dämonenwerk. Immer zu den Schultern. Ich werde alle Arten von Magie nutzen, die mir zur Verfügung stehen, um dem die Stirn zu bieten. Wahrscheinlich müsst ihr diesen Kampf mit List gewinnen. Ich fürchte. Und natürlich auch. Eurer Kampftechnik, die unbeschreiblich stark ist. Ich habe alles bekommen, auch die schönen Handschuhe, die ihr haben wolltet, woher her, genauso wie für die anderen Leute. Damit wir keine kalten Finger kriegen, wenn wir außer von Jürgen Magma sind. Umso besser. Im Winter zwar vorbei, aber wir werden sie wohl brauchen. Ionin, habt ihr noch einen Plan? Wie gut seid ihr in den waffenlosen Kampftechniken ausgebildet? Es reicht, um jemanden den Schwertknauf ins Gesicht zu treiben, aber... Nun gut, es gibt gewisse Wurftechniken. Ach so, was meint ihr? Nein, diesen seltsamen bornischen Kampfstil beherrsche ich nicht. Das ist nicht nur... Ach, du Ring, dann könnt ihr ihn sozusagen aus dem Ring herausringen. Habe ich in Kunchum mal auf dem Marktplatz gesehen. Das sah sehr beeindruckend aus, aber für Männer in schwerer Rüstung ist das nichts. Das stimmt. Man kämpft das nicht in großer Rüstung. Und dann, ich werde sehen, wie viel List ich aufbringen kann. Falls es nichts wird, lasse ich mich wohl eher aufgeben als treffen. Wenn ihr irgendeinen Plan habt, zögert nicht zu handeln. Soll ich meinen Bogen spannen und einfach hier warten, falls ihr ein Befehl gibt? Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist. Beide nicht mit Waffen zu verwunden sind. Nun, ich könnte euch wieder ein wenig unter die Arme greifen. Das sollte möglich sein. Umso besser. Dann könnt ihr auf der anderen Seite der Arena erkennen, wie dort Lucarus von Kemet kommt. Ein Mann mit bleichem Gesicht, langen schwarzen Haaren, gekleidet in einen nachtschwarzen Schuppenpanzer. In der rechten ein schwerer Rabenschnabel und ein Großschild. Sein Lächeln ist kälter als der Winter. Dürr, wächserne Haut. Seht ihr, wie er vier Schatten wirft? Und hinter ihm Alurth Mangrace, der Alchemist. Mit seinem Zylinder auf dem Kopf ein Monokel könnt ihr erkennen, wie schattenhafte Flügel aus seinem Rücken herauswachsen und ihn schützend einhüllen.
Die Streiter von Tabunitot sind anwesend. Ich richte mich dann auch auf. Okay, darf ich einmal eine Magiekunde würfeln, ob, wenn ich einen Guardianum auf Yalan wirke, dass die ganzen ihn zurückwerfen kann? Na ja, gut, kannst gerne eine Magiekunde würfeln. Ja. Mit dem Dämonenschild. Den Guardianum kannst du, glaube ich, nicht auf mich wirken, aber ich habe Silber in der Tasche. Was in der Tasche? Guardianum. Oha. Der Dämonenschild wirkt gegen Dämonen, aber nicht gegen Paktiere. Was auch immer Ludas Mangrace ist, laut den Gerüchten hat er wohl keinen Pakt. Ist es wohl einfach nur ein Fluch? Was mit dem Fluch selber passiert, weißt du nicht. Aber zumindest hilft der Guardianum mit der dämonischen Variante nicht gegen Paktiere. Gut, ja, es war halt theoretisiert, aber vielleicht schon mehr ist als nur ein Paktierer. Aber dann, ja, ich klopfe ja dann zweimal auf die Schulter. Er bekommt einen Armatrutz und er bekommt einen Sentaco. Wie hoch ist der Armatrutz? Der Armatrutz gibt dir 3 Rüstungswert. Oh, in dir. Okay. Alurus von Mangrace, oder Alurus Mangrace, tritt in die Mitte der Arena. Wartet wohl wieder sowas wie ein Kombatant. Immerhin hattet ihr noch nicht die Waffenfrage geklärt. Das wäre jetzt zumindest anzunehmen, dass diese jetzt geklärt wird. Dann trete ich wohl zu ihm, wenn er sein Sekundant sein möchte. Möchtest du das selber machen? Nein. Theonin? Ja? Ihr seid in den Regeln ein wenig bewandert? Ich hoffe, dass ich weit genug bewandert bin. Lasst mich einfach es versuchen. Ich trete also in den Ring zu Aluris Maining Great. An ihn heran. Nick ihm zu. Spricht. Mein Herr, Lucardus von Kemet wird streiten mit dem Rabenschnabel und dem Großschild. Ist dies akzeptabel? Blicke zu Jerudin zurück. Nicke. Dies ist für meinen Herrn akzeptabel. Mein Herr, Jerudin von Duckelstein kämpft mit einem Schwert? Ein Schwert und einem Schild, glaube ich, oder? Mhm. Ist dies für euren Herrn akzeptabel? Das wird genehm sein. Habt ihr sonst noch etwas anzumerken? Nichts für das Protokoll. Nun gut. Ich gebe nochmal zu und drehe mich um. Und verlasse den Ring. Alurus Mangrace bleibt weiter stehen. Und richtet sich dann an die Tribüne.